Was bringt mir das? Sieht noch alles wie immer aus. Der Revisionist Balorton hat am Moment lang den Eindruck, dass sich die skelettierte Hand dieses toten Königs bewegt hat. Doch als ihr ein zweites Mal hinblickt, stellt ihr fest, dass ihr euch wohl getäuscht haben müsst. Die Hand rührt sich nicht. Es sind auf jeden Fall Feinde. Erkennt man daran, dass sie mittelschwer herausfallen und so weiter. König Krolon. Ihr habt einen Moment lang den Eindruck, dass sich die skelettierte Hand des Königs enttäuscht, rührt sich nicht. Die Dame Fensor. Ja. Das gleiche wie immer. Das sollte recht interessant werden. Ja? Schau ich mir mal an. Ah, okay, das. So schließt sich der Kreis. Waffenwalk 4. Nehme ich gleich mit. Und der Hexenmeisterin. Ein Täubling Urdon. Okay, ich nehme es jetzt doch erst mit. Mir fällt gerade ein, was man machen kann, ja? Waffenrock plus 4, damit ihr es seht, ist ein Geschicklichkeitsrock. So, und da haben wir noch König Bolon. Das Schwert im Griff des Skeletts glitzert plötzlich und springt fast aus dem Knochenhand, als eine Stimme aus seinem Inneren spricht. Hey, ihr da! Ja, ihr! Nehmt mich diesem Biest aus der Hand und bringt mich hier raus! Wenn ich noch ein Jahrzehnt auf diese Wände starren muss, werde ich wahnsinnig, das schwöre ich euch! Aha. Ein sprechendes Schwert. Wie kommt es, dass ein Schwert reden kann? Ich würde doch nicht im Traum daran denken, eine einfache Bitte zu äußern und dann auch noch zu hoffen, dass ein Abenteurer das tut, was man von ihm verlangt. Die Antwort ist also nein? Na gut, fangen wir nochmal ganz von vorne an, ja? Ich heiße Enzerik der Graue. Zumindest war das mein Name, bevor mein Geist in diese verfluchte Waffe gesogen wurde. Ja klar, macht euch ruhig über meine missliche Lage lustig. Tut euch keinen Zwang an. Wisst ihr, ich war einst auch ein Abenteurer wie ihr und suchte mein Glück im berüchtigten Unterberg. Als man mich dann mit diesem Schwert tötete, wurde meine Seele hineingezogen. Und seitdem existiere ich hier drinnen. Wo ist euer Körper? Ich sehe ihn nirgends. Naja, das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach mal, der erste Kerl, den ich um Hilfe gebeten habe, hat beschlossen, mich lieber hier hängen zu lassen und stattdessen meine Leiche komplett auszuplündern. Und dann haben die Ratten sie gefressen. Und was ist an dieser Geschichte lang? Na schön. Ist gut? Dann ist es eben die ganze Geschichte. Wenn man gezwungen ist, hilflos zuzusehen, wie die eigene Leiche mehr und mehr entwürdigt und verschandelt wird, dann darf man ja mal schon ein bisschen gereizt reagieren, oder? So. Und jetzt wollt ihr da raus. Es gibt keine Möglichkeit, aus dem Schwert herauszukommen. Das Schwert schweigt einen Augenblick. Das Schwert schweigt. Alter. Einen Augenblick und scheint nachzudenken. Nun, zumindest keine, die mir bekannt wäre. Meine Seele hätte sich schon längst auflösen müssen, aber ich wollte das nicht zulassen. Statt ordentlich zu sterben, wie sich das Ganze gehört, habe ich voller Starrsinn versucht, aus dem Schwert zu entkommen und meinen Körper zurückzukehren. Aber ich hatte keinen Erfolg. Ich hänge fest. Ihr hängt fest. Wie das? Ja, das ist doch wohl offensichtlich, oder? Ich hänge für alle Zeiten in dem Schwert eines toten Königs fest, der es wohl kaum noch braucht. Und wohl auch nicht, und wohl anderes auch nicht mehr. Bitte, ich flehe euch an.
hab Mitleid. Nehmt mich mit und bringt mich fort aus dem Gruft. Benutzt mich, um alle eure Feinde in Stücke zu hauen. Das wäre zumindest ein würdiges Schicksal, als hier die Staubfussel am Boden zu zählen. Ich habe Legenden von intelligenten Waffen gehört, die dann ihren Besitzer einfach übernehmen. Ach, pappalapapp. Ihr seid doch wohl intelligent genug, um solchen Firlefanz nicht zu glauben. Habt ihr einen so einen schwachen Willen, dass ihr gleich Angst bekommt? Ich könnte ihn irgendwie dominieren? Ihn? Wer ihn? Und außerdem, wenn ihr wirklich so etwas befürchtet, braucht ihr mich ja nur zu verkaufen. Dann ist Schluss damit, oder? Ich will doch bloß aus diesem zeitlosen Gefängnis hier raus. Ist das denn zu viel verlangt? Langschwert ist gar nicht mal so schlecht, weil ich nutze tatsächlich ein Langschwert. Zwar ein plus 3, aber hey, das Ding scheint interessant zu sein. Wo ist der Haken bei der Sache? Naja, da ist ja noch etwas. Der Haken, wie es ausdrückt, ist die Tatsache, dass es die sogenannten schlafenden Könige in diesen Kammer hier nicht sonderlich gerne sehen, weil man ihr Eigentum rausschleppt. So bin ich ja überhaupt erst getötet worden. Der kleine, gierige Magier. Aber ich habe ja auch dafür bezahlt, oder etwa nicht? Ihr hingegen seht jung und stark aus und kompetent. Also, was kann schon groß passieren? Das klingt eventuell interessant. Was genau könnt ihr denn tun? Ich? Kann gar nichts tun. Aber das Schwert tut das, was es immer getan hat. Es saugt die Lebensenergie der Gegner auf und heilt damit unter anderem seinen Benutzer. Kann ich es mal so übel, wenn ich das bemerken darf. Was heißt unter anderem? Naja, das Schwert halt. Das Schwert halt noch andere Fähigkeiten halt. Hat was? Naja, dass das Schwert halt noch andere Fähigkeiten hat. Soll ich euch einen Katalog schreiben oder was? Nehmt mich mit, dann könnt ihr mich in aller Ruhe ausprobieren. Der klingt fast so, als würde es verkaufen. Ich werde euch mitnehmen, wenn ich kann. Das Schwert mitnehmen. Ausgezeichnet. Ihr streckt den Arm aus und nehmt das Schwert aus der Hand des Skeletts. Eine Sekunde später jedoch seht ihr ein tiefrotes Leuchten in den Augen des Skeletts und es beginnt sich zu bewegen. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Deken Zaubermann. Irgendwer hat mal Zauber dabei. Ja, hau mir noch ein. Ah, Mist, jetzt habe ich die Heiltasche vergessen zu kaufen. Na egal. So, bring es um. Boah, lass sie doch nicht umhauen. Bring es um. Alter, warum ist er jetzt schwer verwundet? Hat der Regen da drauf? Ja, haben sie. Ah, oh, Level up. Cool. Deken kämpft gerade voll alleine. Tausend einhundertsechsundsiebzig! Alter! Meine Fresse! Geben die verwirrt Erfahrung. Da sappe ich noch glatt. 1177. Fett! Ganz ehrlich, die anderen will ich auch jetzt umbringen.
564. Das ist ja der Hammer. Der ist schon dem Tode nah. 408. Der Wahnsinn. Ich finde, das ist ein sehr schöner Zauber übrigens. Der Visualisationist, der Ausfall ist, kommt gerade auf mich zu. Nochmal 800. Und nochmal 1000 Erfahrung. Leck mich doch 20.000 Mal an die Wand. Krass, das war mal Erfahrung. Doppelaxt plus 2. Katana plus 2. Geschicklichkeitsarmschienen. Die sind echt nicht schlecht. Ich brauche Rüstung. Dickin, brauchst du Geschicklichkeitsarmschienen? Ja, Dickin braucht sowas. Alter, der Hammer. Das ist ja heftig. Verteidigungsstecken. Kann man gut verkaufen. Und ein Schädelschlüssel. Was macht denn der Schädelschlüssel? Öffnet das Tor, das da ausführt. Ah, okay, dann brauchen wir den also. Cool. Schauen wir uns erstmal das Schwert an. Enzerik, das Langschwert. Sprich mit. Ihr könnt diesen Gegenstand... Ja, das ausrüsten, okay. Schauen wir uns das mal genauer an. Die Klinge ist fast genauso widerwärtig wie die Persönlichkeit, die es jetzt auf ewig darin haust. Mit jedem Treffer saugt sie ein wenig Lebenskraft auf und setzt einen Teil davon ein, um den Träger zu heilen. Ob sie theoretisch in der Lage wäre, noch mehr Lebenskraft zu entziehen oder andere Nebeneffekte hat, ist unbekannt. Nicht einmal Enzerik höchstpersönlich weiß darüber Bescheid. Enzerik ist seit langer Zeit ein toter Magier, der seit Jahrzehnten in der Klinge haust. Allerdings ist die Waffe nicht häufig eingesetzt worden, da ihr bestimmter Träger, bisheriger Träger, noch toter als Enzerik war. Moment mal. Noch toter? Mehr tot? Kann jemand mehr tot als tot sein? Das ist eine von diesen Fragen, die Enzerik dazu veranlassen könnte, ausnahmsweise immer die Klappe zu halten und voller Frustration vor sich hinzumurmeln, während er darüber nachdenkt. Es ist ein W6-Schwert, mittelgroß, Typus Langschwert. Bei Treffer, das ist eine intelligente Waffe, was? Bei Treffer intelligente Waffe erster Grad, was? Sprich mit unbeschränkt Benutzung, hat mal eine plus 5 Regeneration und ist ein plus 4. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, das Schwert zu nehmen. Lord Trillius, was passiert, wenn ich den wieder wegstecke? Er freut sich also, wenn er ausgepackt wird. Cool. Finde ich cool. Und sprich mit. Wusch. Ihr habt mich davor bewahrt, aus lauter Langeweile dem Wahnsinn zu verfallen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ihr könnt mir als Waffe dienen. Natürlich, deshalb bin ich ja schließlich... Deshalb bin ich ja hier. Schließlich bin ich ein Schwert. Eine schöne Existenz, wirklich. Leben auf des Messers Schneide. Wortspiele gibt es so auf, glaubt mir. Wie wär's, wenn ihr mir ein paar Fragen beantwortet? Oh, das Schwert wird misstrauisch. Oh, das Schwert wird misstrauisch. Und was wollt ihr wissen? Was könnt ihr mir unter den Unterberg erzählen? Er ist gefährlich. Ach was. Ich war vor 50 Jahren zum letzten Mal hier. Was erwartet ihr eigentlich? Dass ich eure Karte zeichne? Ich wünschte, ich könnte mir helfen. Mehr muss ich nicht wissen. Wie ihr wünscht. Geht voran, guter Mann. Das Schwert sieht sehr geil aus. Okay, wir haben ein neues Schwert.
Wir haben Level ab. Oh, was für ein Gewicht. Wir haben... Was? Stirb. Das wird mich ganz besonders erfreuen. Enzerik, töte ihn. Bringen wir es hin. Ich will nicht parieren können. Boah, die geben ja auch echt Erfahrung. Cool, da kann man ja richtig schön farmen. So, jetzt kann ich rasten. Sehr, sehr gut. 331.100. Das ist nicht mehr normal. Aber voll geil. Stufe 15, Hexenmeister. Wir haben das. Könnten wir auf Zauberkunde gehen? Sagenkunde. Ne, wir machen auf Konzentration. Das ganz viel ist wichtiger. Ein Talent. Ich darf mir ein Talent aussuchen. Juhu. Was nehme ich denn? Puh, Kernschuss wäre interessant. Könnte ich halt aus nächster Nähe. Oder mehr Zähigkeit. Abhärtung. Nö. Kampf mit zwei Waffen, was war denn das? Kampf mit zwei Waffen. Das Talent reduziert den Malus, den man beim Kämpfen mit zwei... Ach, das gibt einen Malus, okay. Der normale Malus minus 6 für die primäre und minus 10 für die zweite Waffe wird zu minus 4 und minus 8 für die zweite an. Das Talent beidhändig verringert den Angriffsmalus für die zweite Waffe um 4. Die beste Ergebnisse bekommt man, wenn man die zweite Waffe leicht ist, da man so den Malus sowohl für die primäre als auch für die zweite Waffe weiter reduziert. Klingt doch interessant, da ich ja halt mit zwei Waffen arbeite. Nehme ich das. Und das siebte Grad. Da können wir uns was Neues aussuchen. Geht also runter bis zum fünften. Fangen wir mal unten an. Was nehmen wir denn hier? Behinderte Hand. Dann könnte derjenige nicht angreifen. Nehme ich mal mit. Todeskreis. Klingt gut. Könnte auch Massenhast machen, dann könnten alle prinzipiell ein bisschen schneller arbeiten. Andererseits ist das eigentlich unwichtig. Mächtige Steinhaut, das wäre doch was. Die mächtige Version von Steinhaut, dann brauche ich die kleine aber nicht mehr. Da ist sie. Und was nehmen wir stattdessen? Feuerwand. Eissturm. Elementarschild. Ja, ich mach mal Elementarschild. Ja, ich nehm die Feuerwand. So. Oh Gott, was nehmen wir denn? Großer Donnerschlag.
Ich nehme Finger des Todes. Kann man so kleinen Vieh ganz schnell wegmachen. So, das Auge bleibt natürlich. Guckt euch das an. Wir sind schon wieder fast beim nächsten Level ab. So. Ich hatte die Feuerwand. Die Feuerwand kann mal hier hin. Dann habe ich die zugreifende Hand. Flächenbrand habe ich drin, ne? Ja, da ist es. Die mächtige Steinhaut muss natürlich auch dahin. Und Finger des Todes. So. Das war mal ein sehr schönes Level-Up. Das hat Spaß gemacht. Und hey, wir haben Enserik. Und den Ichthyas Nackenstecher. Und den Malus haben wir dadurch gesenkt. Ich habe ziemlich viele Immunitäten, wie man sieht hier, ne? Sehr cool. So. Ich danke euch fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's weiter. Thank you.